Es hat geschneit bei uns. Es ist eine absolute Seltenheit. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Mädchen. Und dann bin ich nach Hause, habe mir die Kamera geschnappt und bin in den Wald gegangen und habe diese zauberhafte Landschaft aufgenommen. Schau dir das mal an. Ein Traum. Ein Traum in Weiß. Zurück im Atelier habe ich mir direkt die Leinwand geschnappt, sie auf den Boden gelegt. Diesmal liegt sie auf dem Boden. Und da sind meine Tinten. Mit diesen Tinten in Schwarz und Weiß möchte ich beginnen. Da sind für mich die Winterfarben. Ich bin super gespannt, was dieses Bild mit sich bringt. Ich beginne intuitiv mit den beiden Farben, mit Schwarz und Weiß, und alles andere ergibt sich Schritt für Schritt. Ich lade dich also dazu ein, begleite mich auf dieser Reise, lehne dich zurück, entspanne und genieße. Und noch ein kurzer Hinweis am Ende des Videos. Gehe ich auf das Bild von der letzten Woche ein und verkünde, wie ich das denn letztendlich genannt habe. Meine Leinwand ist jetzt noch feucht und solange sie feucht ist, möchte ich eine intuitive Linie darauf malen. Ich habe pinke Aquarellkreide. Ich zeige dir jetzt mein Zwischenergebnis. Ich habe mein Bild jetzt aufgehangen. Die Farbe ist noch nicht ganz trocken. Es bewegt sich noch einiges im Bild. Und mein nächster Schritt wird sein, ich werde die Oberfläche jetzt trocken föhnen. Die Oberfläche muss jetzt versiegelt werden, bevor ich weiterarbeite mit Fixativ, damit die Aquarelltinten sich nicht wieder auflösen. Mein weiterer Schritt
Ich bringe eine neue Farbe rein. Die Farbe habe ich mit Acrylbinder vermischt, damit meine Schicht lasierend ausschaut. Ich habe die Folie abgezogen, das ist die Oberfläche. Jetzt geht es darum, dass ich mich an die Ausarbeitung heranmache und versuche herauszufinden, ob dieses Bild irgendeine Geschichte mitgebracht hat. Ich arbeite intuitiv in Negativtechnik.
nochmal zum Schluss ganz kurz zum Bild von der letzten Woche. Ich habe euch gefragt, was seht ihr hier? Macht eure Vorschläge, wie soll ich das Bild nehmen? Ich habe ganz viele Zuschriften von euch bekommen, bin total dankbar. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und letztendlich habe ich mich für einen Vorschlag entschieden, das von Katja kam. Danke sehr, Katja, an dich. Ich habe sie Gaia genannt. Gaia ist Mutter Erde in Persona. Und das ist das, was ich hier sehe. Da ist die Weisheit als Schlange dargestellt. Da ist der Glaube mit dieser Kette. Da ist die Freiheit und die Natur und auch diese weibliche Brust, die uns alle ernährt. Und sie blutet, da tropft Blut raus, und das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass wir nicht wertschätzend mit unserer Erde umgehen, und vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und sage, bleibt kreativ, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.